Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Horizon Zero Dawn, wo die Sonne, glaube ich, genau in dem Moment schon wieder aufgeht. Das ist doch kein Zufall und der Himmel färbt sich wieder rot. Irgendwie habe ich ein Déjà-vu. Auf jeden Fall, beim letzten Mal haben wir Mutters Krone erreicht und haben diverse neue Quests bekommen. Eine davon, da sind wir jetzt gerade mittendrin, denn da sollen wir ein paar Jäger finden und die haben wir, glaube ich, auch schon gefunden. Denn ich scheine da auf dem Gebäude, auf dem Dach dieses Gebäudes zu sein, das wollte ich sagen. Allerdings wird das von zwei Segelzähnen bewacht und die müssen wir irgendwie ausschalten. Beim letzten Mal musste ich den Part und die gesamte Aufnahme leider Gottes ein bisschen abrupt beenden. Aus Gründen, was mal wieder sehr nervig ist. Deswegen neue Aufnahme. Immerhin habe ich jetzt ein bisschen Kaffee-Intus. Und ich bin guter Dinge, dass wir die zwei Sägezähne jetzt irgendwie erledigen können. Ist nur die Frage, wie. Ich bin eigentlich gewillt, mal diese Fallen, die wir jetzt unten links sehen, dass wir die mal einsetzen. Das sind ja nicht die Stolperfallen, aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie die ganz genau funktionieren. Und ich glaube, gerade gegen Sägezähne sollte ich das nicht ausprobieren. Und noch eine kleine Sache, was mir gerade eben 2 Sekunden vor dem Aufnahmestart aufgefallen ist. Wir haben hier anscheinend noch irgendeinen Datenpunkt in der Nähe. Den gucken wir uns natürlich dann auch noch an. Aber vorher würde ich irgendwie, wenn es geht, die beiden Sägezähne erstmal besiegen. Und nach Möglichkeit am besten einzeln. Ich will hier erstmal wieder mit Steinen operieren. Aber da ist der jetzt gar nicht drauf aufmerksam geworden, oder? So, jetzt aber. Ich hoffe nämlich, dass er jetzt rauskommt. Und mein Gedanke ist es jetzt, ihn erstmal hier ein bisschen herzulocken und dann in die entgegengesetzte Richtung blicken zu lassen. Denn dann ist er auf jeden Fall, seine Schwachstelle zumindest, viel besser angreifbar. So, die Feuerpfeile haben wir schon ausgerüstet. Nein, er muss noch ein bisschen weiterlaufen. Jetzt haben wir bald auch keine Steine mehr. Und jetzt sind wir in einem Bereich, wo wir ihn ganz gut treffen können. Dann kennen wir uns jetzt ja. Und da ist er explodiert, aber der ist noch nicht K.O., wie ich es eigentlich gedacht habe. Wir haben gerade mal die Hälfte seiner KP erledigt, aber er brennt noch. Und kriegt natürlich die ganze Zeit Schaden. Und läuft sich die Verbrennung erstmal aus. Okay. Ich wechsle mal ganz kurz zum Scharfschussbogen. Was ist denn jetzt los? Oh, von hinten. Oh, wo kommst du denn her, du blöder Wächter? Dich kann ich jetzt überhaupt nicht gebrauchen. Das Blöde momentan ist, da ich die letzte Aufnahme unterbrechen musste, sind die Sägezähne auch wieder bei voller Gesundheit. Holy shit, wartet mal, Leute. Oh, hier sind jetzt jede Menge anderer Maschinen. Oh, jetzt wird es hier gerade ein bisschen sehr eng. Toll. Diese ganzen Maschinen waren beim letzten Mal hier noch nicht in der Nähe. Das könnte jetzt ein bisschen kompliziert werden. Kann ich hier irgendwo hin zurückziehen? Das ist ein Lagerfeuer wieder. So, ich hoffe, ich habe gerade einigermaßen ins Mikro gesprochen. Ich sitze hier noch nicht so ganz optimal. Jetzt jagen sie mich. Na toll, dass jetzt auf einmal so viele Gegner auf einmal kommen. Ist relativ ungünstig. Ich glaube, da hinten sind die zwei Sägezähne noch. Müssen wir uns erstmal um den Rest kümmern. Aber das ist natürlich unvorteilhaft. Das ist, glaube ich, ein Plünderer. So sieht's aus. Was? Ich habe ihn nicht getroffen auf dem Kopf, auf der Lohe. Okay, aber es ist nicht so schlimm. Dich können wir ganz gut im 1 gegen 1 erledigen. Wenn er denn angreifen wollen würde. Hallo? Hä? Was geht denn mit dir? Na toll, jetzt greifen sie zu zweit. Aus der Ferne an. Au, okay, der Wächter hat uns erwischt. Ihr seid ja Schweinebacken. Irgendwo in der Nähe trampelt auch der Langhals wieder herum.
Das ist jetzt natürlich wieder ein etwas blöder Einstieg. Aber wenn ich gegen die Segelszene kämpfen will, kann ich solche Unterbrechungen überhaupt nicht gebrauchen. Ach, kann ich nur noch einen Feuerball schießen? Okay, die Frage hat sich gerade geklärt. Aber normalerweise gehen die doch immer sofort in den Nahkampf. Was ist denn mit dir los, Junge? Was hat er denn jetzt gerade vor? So, du Schwein, haben wir den immerhin schon mal auseinandergenommen. So, sehr gut. Aber der nächste Kollege wartet ja schon. Da macht er ein großes Auge. Und zack, ist er Geschichte. Genau wie sein Wächterkollege. So. Ich hoffe, die ganzen kleinen Maschinen sind jetzt erstmal erledigt und werden uns im großen Kampf jetzt nicht mehr stören. Hallo? Nimm ihn doch eben bitte auseinander. So, jetzt zurück zu unseren beiden Hauptproblemen. Der hier ist schon angeschlagen. Mist, ich hätte jetzt echt gedacht, sobald wir die Lore irgendwie in Flammen setzen, dass er sofort erledigt wäre, aber das wäre vielleicht sogar zu einfach gewesen. Aber trotzdem, so oder so, gegen Feuer sind die Viecher ja anfällig. Hat er noch einen Schwachpunkt eigentlich? Ich glaube schon fast nicht. Ich möchte den erstmal irgendwie ausschalten. Burn, Baby, burn. Erstmal die ganze Zeit bombardieren. Ich hoffe, das reicht. Jetzt erstmal vielleicht schnell zurückziehen. Nein, du sollst nicht ducken. Hat leider nicht so viel gebracht. Denn sein Kumpel ist auf uns aufmerksam geworden. Holy shit. Ruhig, Brauner. So, der zieht sich erstmal zurück und sucht uns. So, das war der Plan. Okay, die sind also so schlau und suchen tatsächlich die Gegend ab, wo wir zuletzt waren. Die Frage ist der der andere Sägezahn ist erledigt. Okay, das ist schon mal gut. Müssen wir uns nur noch mit dem einen rumplagen. Und den würde ich am liebsten natürlich auch erstmal entzünden. Ganz ruhig. Da ist noch ein Wildschwein genau in seiner Nähe. Ist die Frage, wie gehen wir vor? Erstmal Gesundheit noch ein bisschen zu mir nehmen. Gesundheitstränke habe ich beim letzten Mal auch schon einige verbraucht. Ist die Frage, wie funktionieren diese Fallen? Okay, er sucht nicht mehr nach uns, das ist schon mal gut. Hä? Wieso ist er auf einmal wieder aufmerksam geworden? Wir haben doch überhaupt kein Geräusch von uns gegeben. Und wie er das Gebäude die ganze Zeit bewacht, ne? Und fertig. Okay. What the fuck? Aber ich kann die Schockfalle auch wieder aufnehmen. Der lässt. Also Aloy lässt sie einfach auf dem Boden irgendwo liegen. Das ist interessant. Können wir hier einfach mal eine platzieren? Toll, ist umgefallen. Eine tolle Falle, kann ich die auch wieder aufnehmen? Toll, ich kann die Falle nicht mehr aufnehmen. Das sind ja super Fallen. Mal ganz kurz hier rein. Vielleicht sollte ich auch mal eine von diesen Fallen probieren. Die sollten ja eigentlich auch ganz effektiv sein. Wo ist der Typ jetzt eigentlich? Ja, da ist er gerade. Gerade ins Gebäude wieder reingegangen. Ich glaube, da kommt er sowieso nicht durch, oder? Na, er ist aufmerksam geworden.
Das hat jetzt gerade nicht so funktioniert, wie ich wollte. Okay, das hat immerhin ein bisschen Schaden gemacht. Hat er uns gesehen? Duck dich! Duck dich doch! Mädel! Okay, jetzt ganz langsam. Keine falsche Taste. Alter, duck dich! Ach, die können wir auch mit einem stillen Schlag attackieren. Hat er uns ernsthaft die ganze Zeit nicht gesehen? Okay, so war es eigentlich nicht geplant. Und gegen Sägezähne sollte man nicht in den Nahkampf gehen. Ah, geil, der ist in unsere Schockfalle da noch gelatscht. Die war doch noch funktionstüchtig. Aber der kann sich trotzdem noch bewegen. 690 Erfahrungspunkte. Holy shit. Können wir wieder raus? Okay, und die beiden sind damit wohl mehr oder weniger gerettet. Okay, der Kampf ist jetzt so da la verlaufen, würde ich sagen. Wir haben es irgendwie geschafft. Egal wie, wir haben es geschafft. Das ist die Hauptsache. Zwei Sägezähne auf einmal geplättet. Den anderen nehmen wir natürlich auch noch auseinander. Der genau am Eingang. Ich schätze mal, es war eine Kirche, ne? Der hier mitten im Eingang rumliegt. Eine 20% Schockschule. Schockschule, nein. Keine Schule, eine Spule. Haben wir hier noch irgendetwas? Besitztümer. Primitive Werkzeuge. Konstruktion aus Holz, gehämmertem Metall, Leder. Entspricht dem Handwerk des Nora-Stammes. Okay. Reden mit Pferd. What? Ich kann mit der Holzkiste sprechen. Ach, da ist Pferd. Und Munz. Der hat bestimmt die Mumps. Mit dem möchte ich gar nicht reden. Kommen wir zu den Hof oder müssen wir da tatsächlich die Kiste da untersuchen? Wir probieren es mal auf diese Weise. Du bist die Kriegerin, die ausgestoßen war. Was machst du hier? Euer Freund Dan bat mich, euch zu suchen. Was macht ihr da oben? Der Sägezahn riss uns die Bündel ab. Mir. Uns. Ohne Waffen war das hier unsere beste Option. Vielen Dank, dass du ihn erledigt hast. Jetzt können wir nach Hause. Eins noch. Du verrätst doch nicht, dass du uns gesehen hast. Habe ich ja nicht. Zumindest dein Freund nicht. Soll ich dir runterhelfen? Wir gehen allein zurück. Versteh das nicht falsch, aber wenn wir mit dir gesehen werden, kommen sie uns noch auf die Schliche. Okay. Und was wäre jetzt so schlimm daran, wenn wir zusammen gemeinsam gesehen werden? Egal, lass mir mal so stehen, wir sollen zu Dan zurückkehren. Die Stopperfallen nehmen wir mal eben wieder mit, die wir nicht gebraucht haben. Also schlussendlich waren die Stopperfallen doch ein bisschen hilfreich auf jeden Fall. Also nicht die Stopperfallen, auch die andere Falle. So, aber wo war jetzt dieser eine Datenpunkt? Ich glaube, es war hier irgendwo in der Nähe des Zentrums. Da, da haben wir den Punkt wieder auf dem Radar. Und den, bevor ich das vergesse, möchte ich auf jeden Fall mitnehmen. Und natürlich fängt es wieder in dem Moment an zu regnen. Sieht nach einem Textdokument aus. Jeff in the Witches Show. Okay, was auch immer das ist. Datenbeschädigung partiell. Ein Textdokument. Gut, dann lesen wir das auch mal durch. Nummer 4 von... Wie viele sind das denn insgesamt? Ganz viele auf jeden Fall, die wir noch alle finden müssen. Eine weitere Pressemeldung. Okay. Transkription, die Jeff and the Waiters Show vom 17.04.62, Teil Nummer 4. Jetzt ist die Frage, können wir die anderen drei Teile, die ersten drei Teile auffinden? Und macht es Sinn, jetzt den vierten Teil zu lesen? Da bin ich mir jetzt gerade ein bisschen unsicher. Transkription jeder Folge werden innerhalb von 24 Stunden auf andreatis.holo/transcripts gepostet. Besuchen Sie andreatis.holo und melden Sie sich noch heute für Jeffs Newsletter an.
Ich denke mal, die werden alle nicht zusammenhängen, oder? Und da sind wir wieder. Hallo zusammen, hier ist die Jeff and Greatest Show, natürlich übertragen vom rational-kapitalistischen immer sizest Netzwerk. Und kommen wir direkt zum Punkt. Es gibt diesen Trend unter jungen Leuten. Warum sind immer Punkte? Ausgerechnet nach China auszuwandern, um dort zu arbeiten. Sie wollen in Chinas Fabriken arbeiten, körperliche Arbeit vollrichten. Das ist einfach. Heute gab es diesen Artikel auf Café Intel. Eine dieser kulturellen Trendzeiten, die bei den Aufklärern so angesagt sind. Und da stand, dass sich die Immigration von amerikanischen Staatsbürgern nach China seit 2050 verdoppelt hat. Und wie kommt das? Tja, Café Intel will uns weismachen, dass die Unternehmenshoheit, der aktuelle Lieblingsboomer der Linken, und die zunehmende Automatisierung ihre Chance hier in Amerika eingeschränkt haben. Leute, ich weiß, das muss ich den klügsten Zuhörern der Welt nicht sagen, aber das ist absurd. Wisst ihr, was die Chancen dieser jungen Leute tatsächlich eingeschränkt hat? Schlechte Entscheidungen und nichts anderes. Gerade jetzt, in diesem Moment, steht jedem die beste Ausbildung der Geschichte zur Verfügung, der den Mut hat, sich um einen bescheidenen Kredit zu bewerben. Aber nein, diese Kinder, diese verzogenen, früher war alles besser Sager, mit ihren nachgeplapperten, überprüften Vorurteilen gegen die fantastische Arbeit, die Unternehmen aller Welt leisten und besonders in diesem Land, sie plärren, oh nein, ich will nicht in eine Unternehmensschule gehen, ich will nichts Nützliches von erfolgreichen Leuten lernen, ich will nach Vancouver ziehen, ich will einen Abschluss in Biskursstudien an der bekifft bis zum geht nicht mehr Universität machen. Ich war kurz irritiert, ob da wirklich bekifft steht. Ja. Was genau hatten Sie denn erwartet, wenn Sie mit Ihrem Abschluss in kreativer Ausdrucksweise von irgendeiner linken Bildungsschmiede an der Ostküste kommen, von der noch nie jemand gehört hat? Leute, in diesem Land gibt es keine Abwanderung der Intelligenz. Es gibt eine Abwanderung der Schande. Und ich sage, weiter so. Wir werden hier gleich... Entschuldigung für den Versprecher. Wir werden hier gleich die Leitungen freischalten. Wenn ihr einen Kommentar abgeben möchtet, wisst ihr, wo ihr uns findet. Wie immer, keine Skins, keine Stimmverzerrung. Wenn sich jemand in meiner Show wie ein aggressiver Arsch aufführen will, dann bitte offen und ehrlich, ihr Feiglinge. Okay, das ist mal eine sehr offenkundige Aussage. Gut. Ich muss meine Ausrüstung unbedingt trocken halten. Ja, das ist jetzt ein passender Kommentar zu dem, was du da gerade gelesen hast, Eloy. Aber ja, wir müssen unsere Ausrüstung trocken halten und wir müssen unseren Medizinbeutel bald auch mal wieder füllen. Was haben wir da hinten? Achso, ein Lagerfeuer. Okay. Was wollte ich tun? Zu Steinen wechseln. Und die Pfeile will ich auch erstmal wieder wechseln zu den normalen Pfeilen. Gut, dann haben wir diese Quest noch nicht ganz abgeschlossen. Ich würde sagen, hat mir noch irgendeine Quest hier gerade in der Nähe? Altes Waffenlager, aber das können wir momentan noch nicht machen. Zugflucht wollte ich, glaube ich, noch als nächstes machen. Alles andere ist sowieso momentan weg. Dann würde ich sagen, machen wir auch noch Zuflucht. Wo war das genau? Achso, das war... Ach, ich bin auch doof. Das ist die Quest, die wir gerade eben gemacht haben. Ja, das war wieder sehr intelligent von mir. Nee, dann müsste es Jagdglück gewesen sein. Das war ja auch irgendwo hier, einigermaßen in der Nähe. Ja, wobei, so sehr in der Nähe war es jetzt auch nicht. Dann würde ich schon fast vorschlagen, dass wir erstmal nach Mutter Krone... Hallo? Wieso kann ich nicht schnell reisen? Nach Mutter Krone zurückkehren. Aber wieso konnte ich jetzt nicht schnell reisen? Ah, jetzt geht's. Vielleicht habe ich das Symbol auch nicht einfach genau anvisiert. Dann gehen wir die Quest erstmal ab. Verderbnis wird durch dieses Symbol dargestellt. Sie macht sowohl Maschinen als auch Menschen kurzzeitig Schaden. Das letzte Wort konnte ich nicht mehr lesen. Ich glaube, ich spare mir die Mühe, die ganzen Texte in den Ladebildschirm vorzulesen. Ich komme sowieso nie zum Ende.
Ich bringe es nie zu Ende. Das sagen die Frauen bei dir auch immer, Killer. Halt die Schnauze. Okay, Schock wird durch dieses Symbol dargestellt. Jetzt tue ich es ja doch. Und dann ist der Ladebildschirm auch schon wieder vorbei. So, wo ist denn der Typ, mit dem wir reden sollen? Dieses eine Weichei, von dem wir die Quest bekommen haben. Die Questmarker finde ich manchmal echt ein bisschen irritierend. Achso, ich habe jetzt auch gerade die falsche Quest aktiviert. Ja, das war mal natürlich wieder meine Intelligenz. Mein grober Fehler. So, trotzdem erstmal wieder... Hallo, wo ist denn jetzt der Marker? Ach, da hinten. Och Gott, ist manchmal auch ein bisschen schwierig zu finden. So, da ist er. Genau, Dan war sein Name. Ich fand deine Freunde, du weißt schon wo. Sie kommen bald zurück. Oh, danke. Danke, danke, danke. Was für eine Erleichterung. Du verrätst es doch niemandem, oder? Ganz ruhig. Die Stammmütter singen die Hymne der Buße. Ich denke, ihr seid sicher. Das stimmt. Die Hymne ist Sühne für uns alle. Danke. Das habe ich nicht gemeint, aber gut. Okay, haben wir das auch geschafft. Zuflucht abgeschlossen. Ein bisschen Erfahrung und eine bemerkenswerte Belohnungskiste, die wir gleich mal öffnen werden. Naja, so bemerkenswert ist sie jetzt auch nicht, aber nehmen wir natürlich auch gerne mit. 439 Scherben haben wir aktuell. Und dann hat sich schon wieder automatisch eine andere Quest aktiviert. Das geht mir ein bisschen auf den Sack, muss ich ehrlicherweise sagen. Schmach und Schmerzen, wo war das? Jo, das ist irgendwo im Nirvana. Das machen wir auf keinen Fall. Da machen wir tatsächlich das Jagdglück jetzt als nächstes. Die Quest haben wir ja auch von jemandem hier aus Mutter Krone bekommen. Und wir haben Stufe 14 erreicht. Sehr schön. Gesundheit plus 10 und ein Fertigkeitspunkt dazu. So, einmal über die verletzten Köpfe hinweggesprungen. Ach, das sind... Ich dachte, das wären Attrappen gewesen. Ich wollte gerade angreifen. Nein, das sind Nora-Krieger, die gerade beten. Nee, dann würde ich sagen, verlassen wir Mutter Krone ein weiteres Mal oder können wir wieder wir können Schnellreisesystem benutzen, ne? Ich glaube, offscreen werde ich nochmal dieses Lagerfeuer freischalten und ich werde auch nochmal offscreen nach diesem Panoramapunkt suchen. Und wenn ich schon dabei bin, könnten wir auch nach, oder könnte ich offscreen auch nach dem Panoramapunkt suchen. Ich will immer X drücken. Macht der Gewohnheit aus Skyrim und Enderal und ähnlichem. Nein, hier müssen wir R2 drücken, um schnell zu reisen. Belohnungskisten enthalten. Nein, ich laber nicht weiter. Wobei, den Satz hätte ich vielleicht dann doch noch zu Ende bekommen. Bewege dich langsam und leise, um es Gegnern zu erschweren, dich zu entdecken. Ich hab's geschafft, diesen Satz, bevor wir angekommen sind, zu vervollständigen. Okay, jetzt sind wir hier wieder beim Banditenlager. Das hält sich. Beim ehemaligen Banditenlager, wohl bemerkt. So, dann müssen wir jetzt ein ganzes Stück hier in Richtung Norden. Also benutzen wir mal den Ausgang hier. Und mit einem Blick zur Uhr, wir müssen schon wieder relativ bald zum Ende kommen. Ich möchte auf jeden Fall vielleicht zumindest ein Teil dieser Quest nach Möglichkeit abschließen. Und schon wieder die Rache der Nora. Warum? Werde ich immer wieder darauf hingewiesen, weil es die Hauptquest ist? Ich habe es schon mit Absicht so gemacht, dass ich die nicht aktiviert habe, liebes Spiel. Gut, wir folgen mal dem Weg, würde ich fast sagen. Und sagte unser Auftraggeber nicht, dass ich diese... Es waren ja keine Wildschweine, sondern Eber, genau, Eberhäute müssen wir sammeln. Dass sie sich irgendwo in der Nähe eines Wasserfalls aufhalten. Aber guck mal, hier liegt ein Wächter rum. Habe ich ehrlich gesagt gar nicht gesehen. Und guck mal, da ist ein, in Anführungszeichen, normales Wildschwein. Dich kriegen wir nicht. Oh, Eloy, renn doch! Also manchmal ist das mit der L3-Taste zum Rennen ein bisschen unpraktisch. Er hat irgendwas Seltenes bei sich. Wildschweinhaut, sehr gut. Ich glaube, das brauchen wir für... für eine Erweiterung unserer Tragekapazität. Okay, wir brauchen also doch einfach nur die ganz normalen Eberhäuter. Die ganz normalen Wildschweinhäute. Wir sind nicht mal im Areal. Okay, wir haben also jetzt schon ein
unfreiwillig gesammelt. Okay, finde ich, kann ich jetzt auch mitleben. Alles in Ordnung. Also sind die Wildschweine hier vielleicht in diesen Wäldchen auch zu Hause. Was ist denn da hinten los? Kasa. Ein Waschbär, ein Wächter. Ein Fuchs. Noch ein Waschbär. Und guck mal, da haben wir das nächste Wildschwein. Rutschen wollte ich jetzt eigentlich nicht, aber okay. Denn die Wildschweine können wir auch mit einem gezielten Schuss mit dem Scharfschussbogen ausschalten. Voll gespannt und grob. So, ist das ein Graser-Areal hier? Sieht nicht so aus, aber wir haben da ein Safe Point. Dann würde ich sagen, also ein Lagerfeuer. Ich sage zu den Lagerfeuern immer Safe Point. Da könnten wir mal entlang gehen. Ich sehe nur einen einzigen Graser und zwei Wächter. Wenn ich dich nur überbrücken könnte, wo könnte ich das wohl lernen? So, unsere zweite Eberhaut. Ich glaube, da wechsle ich mal zum normalen Bogen. Da sind mir die Pfeile eigentlich zu schade für. Ah ne, da ist noch ein zweiter Graser sogar. So. Ist die Frage, wollen wir die Graser auch erledigen? Hier ist nix. Lauf mal weg. Genau. Na toll, jetzt guckt er gerade in unsere Richtung, ne? Aber hat uns trotzdem nicht gesehen. Hi! In den Hals. Auch nicht schlecht. So. Ach, wisst ihr was? Dann erledigen wir die nochmal eben. Ja, das weiß sogar schon. Die suchen mich. Und wir haben unseren normalen Bogen ausgerüstet, nicht unseren Scharfschussbogen. Und das noch ein Eber. Das passt ja ganz gut. So, wer will da was von uns? Und ich habe gerade schon hier dieses Geräusch gehört. Ich glaube, das ist immer unser Fokus, der irgendetwas signalisiert. Ich weiß nicht, ob man das hören konnte. Aber hier scheint irgendetwas in der Nähe zu sein. Abgesehen von dem Graser, der mir jetzt relativ egal gerade ist. Ach, guck mal, hier sind jede Menge Wildschweine. Sind wir gerade schon im Areal? Ja, wir sind schon im Areal. Also sollten wir irgendwann mal Wildschweinhäute und sowas gebrauchen können. Außerhalb von der Mission müssen wir einfach hierher mal zurückkehren. So. Dann bist du, glaube ich, unser letztes Ziel, mein Freund. Ich tue es nur, weil es für die Quest notwendig ist. Und wir haben irgendwo ein Lagerfeuer entdeckt. Irgendwo in der Nähe zumindest. Gucken wir gleich nochmal drauf. So. Ich denke, das war schon mal der einfache Teil, den wir jetzt gerade erledigt haben. Jetzt müssen wir noch diesen Ring finden. Taim, genau, so hieß er. Von dem wir die Quest, die Aufgabe bekommen haben. Aber ich frage mich, warum zwischendurch der Fokus immer Geräusche von sich gibt. Ich bilde mir immer ein, dass dann irgendwelche Textdokumente oder so etwas in der Nähe sind. Hier auf jeden Fall erstmal das Lagerfeuer aktivieren. Und da haben wir noch Schilder. Teufelsleid. Da geht es also nach Teufelsleid. Ach, und das scheint natürlich wieder so ein Gebiet wie Teufelsdurst zu sein. Eine ehemalige Stadt, wo auch ein Banditenlager in der Nähe ist. Und diverses anderes Zeug, was wir wieder durchsuchen können. Und guck mal, wir haben hier noch etwas, eine Banuk-Figur. Von dem hatten wir bis dato noch gar nichts gefunden. Aber wir müssen jetzt natürlich erstmal die Quest abschließen. Und wir laufen dazu mitten in ein Graser-Gebiet. Dann gucken wir uns da mal ein bisschen um. Es wird wieder ein bisschen frostiger. Ich will gar nicht wissen, wie kalt das Wasser
sein mag, untersuche das Gebiet. Okay, hat einen relativ großen Radius. Ah, shit, der Wächter guckt natürlich genau in dem Moment rüber. Du Wächter, schau mal weg da. Ich weiß nicht, ob es clever war. Hat der Wächter auf jeden Fall nicht bemerkt. Bevor ich das vergesse. Oh shit. Hast du uns nicht gesehen? Hier ist doch gar nichts. Gott, dammit. Wow, wow, wow. Ich habe einfach nur Geräusche gehört und bin instinktiv gesprungen, aber hat uns trotzdem geblendet. Aber von wo? Ach da. Schau mir in die Augen, Kleines. Noch irgendein Kandidat hier? Schwierig, die Spuren auseinanderzuhalten. Aber das hier war Time. Und ein Wildschwein. Was haben wir denn da? Hä? Was haben wir denn da gerade aufgenommen? Gar nichts haben wir aufgenommen. Hä? So, und wessen Spur haben wir jetzt da gerade markiert? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, aber wir folgen der Spur jetzt einfach mal. Oder ist er in die Richtung dann gegangen? Ich bin gerade verwirrt. Von wo bist du denn gekommen? Also von welcher Richtung ist der gute Tar eben gekommen? So mit der? Ja, folgen wir mal einfach der Spur. Das sieht so aus, als wäre er hier lang gegangen. Sorry. Darf es wohl? Schaum um das Maul. War es ein Futter? Hallo Wildschwein. Erstmal alles. Oh, ein verlorener Ring. Etwas steckt ihm im Hals. Mal sehen. Ja, das ist Teil. Okay. Manchmal hat das so eine einfache Erklärung. Anscheinend hat der Eber, das Wildschwein, den Ring gefressen und ist vielleicht daran verreckt. Man weiß es nicht, auf jeden Fall haben wir ihn gefunden. Nicht im optimalen Zustand, aber das war ja nicht unsere Aufgabe, ihn in einem optimalen Zustand abzuliefern. Ich sammle hier nochmal eben ganz kurz ein bisschen Zeug ein und dann reisen wir ein weiteres Mal zurück nach Mutter Krone. Und schon wieder die falsche Taste. So, einmal schnell reisen. Ich sollte vielleicht gleich nochmal ein paar Schnellreisepakete auf Vorrat herstellen. Ich weiß nicht, wie viele wir maximal davon tragen können, aber ich glaube, so in Zukunft, in naher Zukunft und auch in ferner Zukunft, werde ich die noch häufiger gebrauchen können. So, und dann geben wir die Quest auch nochmal eben ab. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir zwei Quests in einem Part schaffen. Ist nur die Frage, wo ist er wieder? Da müssen wir hin. Und vielleicht bekommen wir auch mal eine schönere Belohnung, denn erfahrungsmäßig scheint mir von... Schon wieder die Rache der Nora. Ach, der wollte uns ja außerhalb. Ja, hat er ja gesagt, er wollte uns außerhalb treffen. Aber von diesen Nebenquests haben wir bis dato noch gar nicht so viel Erfahrung bekommen. Ich hol mir noch Frostbeulen. Du holst dir Frostbeulen. Ach du Armer, obwohl du hier am Lagerfeuer sitzt. Du tust mir ja schon fast leid. Hallo? Hoffentlich war die Jagd gut. Ich habe die Eberhäute und dein Glücksring, Time. Urmutter sei Dank. Und dir natürlich. Wo hat er gesteckt? Im Schlund eines Ebers. Für den Eber war es kein Glück. Ich trage ihn ab jetzt vielleicht lieber um den Hals. Besser ist das vielleicht. Und damit haben wir Jagdglück abgeschlossen. 1670 Erfahrung, das ist nicht besonders viel, wenn ich ehrlich bin. Aber immerhin noch eine Belohnungskiste bekommen, die öffnen wir nochmal eben gemeinsam. Und wir haben noch eine andere Kiste gefunden. Kühlsaft und Ruhe, wow, das hat sich ja fast gelohnt, nicht
so wirklich. Aber gut, liebe Freunde, ich würde sagen, mit der Sonne mal wieder im Hintergrund, beenden wir diesen Part von Let's Play Horizon Zero Dawn. Ich werde jetzt, glaube ich, offscreen nochmal nach den beiden Panoramapunkten, die uns noch fehlen, ein bisschen suchen. Und ich werde noch, wenn ich schon mal dabei bin, offscreen noch das eine Lagerfeuer da aktivieren, damit wir zu jedem Zeitpunkt schnellstens dorthin zurückkehren können. Und eine Sache kann ich auch nochmal eben ganz schnell machen. Reisen. Was kostet denn das? Knochiges Fleisch, fettes Fleisch und Reinholz. Davon haben wir auf jeden Fall genug. Ich stelle mal eben so viel her. Haben wir 15 Stück. Das sollte dann, denke ich, erstmal ausreichen. So, und das war es dann auch wirklich endgültig mit Horizon Zero Dawn. Vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, sagt euer Killer.